Hey und willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Grund, warum ich seit gefühlt Monaten das letzte Video hochgeladen habe, liegt daran, dass ich mich mit der Ideenfindung gesperrt habe, so dass ich dann nur in einem Video machen kann. Dann habe ich allerdings in mich geschaut und gemerkt, dass ich verdammt unkreativ darin bin. Nice. Um auf den Punkt zu kommen, bin ich auf die Idee gekommen, ein Video zu dem Anfang meines Kanals bzw. wie dieser entstanden ist zu produzieren. Es fing damit an, dass ich ein Handy zu meinem 10. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Natürlich war dies echt cool. Mein eigenes Handy. Ich habe außer Doodle Jump und Pur und dazu dann auch YouTube für mich entdeckt. Kennt das eigentlich noch wer? Doodle Jump war eigentlich auch echt cool, aber immerhin haben wir heutzutage sowas hier. Geil, oder? Ein bisschen Fortnite auf dem Handy. Für Fortnite! Jedenfalls habe ich mir, weil ich gerne Videospiele gespielt habe, Gaming-Videos angeschaut und relativ schnell einen Let's Player namens Skylken entdeckt, weil er in manchen Momenten ziemlich krass gefällt hatte und seine Videos sehr unterhalten waren wegen seiner Art. Heute ist er natürlich nicht mehr so, wie er früher war. Er ist reifer und achtet auch schon mehr darauf, professioneller rüberzukommen. So kommt es mir zumindest auch, wenn professionell manchmal krasse Unterhaltung heißt bei ihm. Bitte kein Strike, danke. Ungefähr ein paar Monate später habe ich meine Schwester gefragt, ob ich meine Videos, die ich vorher schon aufgenommen habe, auf ihren Kanal hochladen darf. Ich habe die Zustimmung bekommen und lud meine Videos auf ihren Kanal hoch. Nur könnt ihr euch gut vorstellen, wie diese aussahen, beziehungsweise von der Tonqualität sich angehört haben. Ein neuen Part von Super Mario Galaxy 2. Ja, wir haben das letzte Mal die Hochgarten-Galaxie abgeschlossen, naja. Was immer von einer Handyaufnahme, welches eine bessere Kameraqualität als jede Webcam von größeren YouTubern erwarten? Natürlich viel Support, viel Zuspruch. Ja, okay, Haufen Dislikes, wenn diese bloß vorhanden wären. Stopp! Sonst trägt sogar keiner auf die Schnauze. Die meisten Videos haben sogar gar keine. Wow! Ich weiß, sehr beeindruckend. Diese Videos habe ich ein Jahr lang auf ihrem Kanal produziert und hochgeladen. Sehr, sehr peinlich. By the way, sind diese Videos sehr cringy und trotzdem lasse ich diese nicht löschen, aufgrund dessen sie für meine Entstehung verantwortlich sind. Schaut sie euch aber bitte nicht an, die sind ultra peinlich und es ist mir total unangenehm. Spaß. Als ich das letzte Video auf den Kanal meiner Schwester hochlud, entschied ich mich, ihr einen eigenen Kanal zu eröffnen und dies tat ich schlussendlich auch. Somit war mein Kanal, der by the way mittlerweile schon 7 Jahre besteht, krass wie lange es den schon gibt, ey. Die ersten Videos erschienen, aber erst am 1.5.2014, auf denen ich meine Let's Plays hochlud und mich auch ein weniger cringiges Verhalten angeeignet habe, um ein bisschen besser rüberzukommen. Das erste Video war der Part 1 von dem damals neu erschienenen Mario Kart 8 für die Wii U. War übrigens ein echt cooles Spiel. Tatsächlich einen Tag vor meiner nächsten Klassenfahrt. Ach ja, die war super, aber um zurück zu meinem Kanal zu kommen. Dieses Video war unkommentiert, weil ich Angst hatte, dass andere mich wiedererkennen können. Was übrigens überhaupt nichts zur Sache getan hätte, weil es mir langzeittechnisch nicht wirklich was gebracht hätte. Als ich mit dem Mario Kart Wii Let's Play angefangen habe, benutze ich einen Videograbber, der Großvater meiner Capture Card, mit welchen man beispielsweise Wii-Spiele in einer besseren Qualität aufnehmen konnte. Zwar nicht so krass wie mit einer Capture Card, aber immerhin besser als meine Profikameraaufnahmen. Die Videos kamen auch ganz okay an, was ich echt cool fand. Es mir aber nicht unbedingt um Likes und Klicks ging, sondern um den Spaß drum, Videos zu produzieren, zu welchen ich immer noch dahinter stehe. Das ist eine Lüge. Genau. Bekam auch meine ersten Abonnenten, worüber ich mich sehr freute. 5 Leute haben mich abonniert. Was ein krasses Gefühl das war. Der erste Kommentar zum Thema Kommentieren fiel im Let's Play Mario Kart Wii Part 4, der mir empfohlen hat, die nächsten Videos zu kommentieren. So mix in der Videobeschreibung von der coole Dude. Diesen Kommentar habe ich mir auch zu Herzen genommen, da es wirklich besser gewesen wäre, aber aufgrund eines fehlenden Mikros habe ich mich dennoch erstmal dagegen entschieden. Erst irgendwann, als ich mit Mario Kart 8 Grand Prix fertig war, übrigens mit 3 Sternen, begann das Let's Play zu dem Online-Modus Mario Kart 8, welches erstmals mit meiner sich super nennenden Stimme bestückt war und auch ein alter Bekannter dabei war, der mich auch durch meine erste Phase als kleiner Let's Player der ersten Stunde begleitet hat. Auch Kollegen der ersten Stunde müssen wir zusammenhalten. In der dunklen, weiten Welt der Content-Creatern, welche sich fast täglich beefen. What the fuck? Ich habe nicht mal die Reichweite, mich zu beefen. Na gut, als ich mit den Kommentieren anfing, fielen meine Videos auch besser und es machte mir etwas mehr Spaß. In der nächsten Zeit fing ich auch mit Let's Demos und einem neuen Format, welches Let's Play for Fun hieß, an. Ich weiß, sehr innovativ. Bei dem ich ein Spiel aufnehme, welches nicht storylastig ist und ich auch jedes Video nur 15 Minuten und 10 Parts lang ging. Außer Let's Demos und Let's Play for Funs habe ich auch tatsächlich mit Tutorials angefangen. Natürlich, es waren auch Pen-Spinning-Tutorials dabei, auf die ich früher sehr stolz war. Ein Junge, der sich Tricks aus dem Internet gezogen hat.
wo er einen Stift krass geil mit seinen Fingern tanzen ließ. Alter, die Mädchen hatten Respekt vor mir, weil ich mit meinen Fingern mehr anstellen konnte. Hat hier nichts zu suchen. Genau. Ah, gute alte Zeiten. Mein Aufnahmeprogramm, mit dem ich Bild und Ton aufgenommen hatte, eben hatte auch Tutorials von Super Mario 64, war Camtasia Studio 7. Geiles Programm übrigens, wenn man kostenlos Videos aufnehmen wollte und schneiden wollte. Was ich heutzutage immer noch benutze und ich auch noch kaufen kann. Ist übrigens kostenlos. Von dem 5 Euro Brotgeld konnte ich mir leider kein besseres leisten. Was? Die Abonnentenzahl wurde immer größer, von 5 Abonnenten zu 10, zu 15 und 20 bis 30. Wow, schon 30 Abonnenten waren es schon. Supergeil. Im März 2015 kaufte sich meine Schwester eine Capture Card, der Sohn des Videograbers. Tut mir leid, du bist nicht mehr relevant für mich. Die Roxio Game Capture Card HD Pro ist eine gute Capture Card mit einem Delay von 2 Sekunden. Sie war tatsächlich auch ausreichend für mich, auch wenn sie nicht allzu gut war. Sie erfüllt ihren Zweck. Meine Schwester kam übrigens auf die Idee, selber mit Let's Plays anzufangen, weswegen sie sich auch dazu entschieden hatte, sich überhaupt eine Capture Card zu kaufen. Mein letztes Video war mit meiner Capture Card. Übrigens der letzte Part von meinem Mario Kart Wii Let's Play, welches etwas asynchron ist, wegen dem Delay von der Capture Card. So, und wie ihr auch schon sehen könnt, nehme ich mit der Capture Card auf. Die einzigen kleinen Mängel sind, also es gibt nur eins, die Aufnahme verzögert sich um 2 Sekunden, aber um die 2 Sekunden. Da ich noch nicht gecheckt hatte, wie man das Aufgenommene von der Capture Card mit dem Kommentierten synchronisiert. Ab dem Jahr 2017 ging gar nicht dann zu streamen, obwohl mein Laptop dazu nicht wirklich geeignet ist. Auch wenn die Qualität so aussah, als hätte ich absichtlich eine schlechtere Bitrate eingestellt, die Leute schauten es trotzdem. Und dann erreichte ich auch mal live meine ersten 100 Abos. Und ich konnte es nicht glauben, 100 Abos, 100 Menschen, die meine monoton kommentierten Videos anschauen. Bin ich eigentlich doof? Ich kann nicht zielen, 100 Abonnenten. Ja, hoffentlich ist das nicht wieder dieser Faker. Wir haben heute wieder einmal die 100 Abonnenten geknackt, denn ich heute so in diesem Stream. Worüber ich mich sehr freue, worüber ich auch stolz auf euch bin. Vielen Dank nochmal dafür. Wäre schön. Sie haben mir die 100 Abos echt gegönnt. Ich konnte es tatsächlich selber nicht glauben. Ach so, ich hieß auch vorübergehend für eine Zeit Mr. Mege, sollte ein Lückenfüller für einen anderen Kanalnamen sein, obwohl es nicht mal unbedingt nötig war, mich umzubenennen. Naja, der Name Knochenbowser IP war auch nicht unbedingt krass. Dann kam das Jahr 2018, welches mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Aufgrund eines privaten Problems war ich nicht wirklich in der Lage, Videos zu produzieren und oder zu streamen. Tat es aber trotzdem, weil ich meinen Kanal nicht verstauben lassen wollte, dass ich wieder damit anfangen werde. Was okay geklappt hat. So entschied ich, eine Einjahrespause einzulegen und am Ende des Jahres 2019 wieder mein Aufnehmen von Videos weiterzumachen. In der Zeit fing ich auch an mit einem neuen Projekt. Eigentlich ist es ja ein LP Reloaded von Super Mario 64, welches immer noch in der Luft hängt. Gute Arbeit, vergangenheit sich. Oh, stimmt, dein neues Format kam auch zum Vorschein. Richtig kreativ, passt auf. Wie lange hältst du durch? Welches schon Spaß gemacht hat und ich auch ein wenig meine Schneidenskills verbessern konnte. Zumindest bei Mario Kart Wii mit krassen Animationen und einer krassen Qualitätssteigerung, wie ich finde. Ich dachte mir eine Challenge aus, die ich dann in einem Format versucht habe zu schaffen. Ich hatte zwischendurch ein kleines Problem mit meinem Fernseher, dieser war neu, mein anderer hatte den Geist aufgegeben. Er hatte das Bild nicht angezeigt von der Capture Card, obwohl ich es eigentlich von ihm erwartet hatte, aber mich doch dann von ihm getrennt habe und mir dann einen neuen geholt haben. Ja, das Problem löste sich aber, weil mein Bruder Ende des Jahres mir seinen alten Philips schenkte. Danke übrigens nochmal an dich. So begann auch das Jahr 2020, wo ich übrigens auch etwas Großartiges gemacht habe. Ist, naja, eher abseits von meinem Kanal, eher mit der Welt. Da ich jetzt nicht weiter darauf eingehen möchte, das Jahr war ein auch eher okayes Jahr. Obwohl ich in diesem Jahr nicht nur ein besseres Mikro mir zugelegt habe, welches von der Qualität schon echt gut ist, im Gegensatz zu meiner vorherigen Toaster-Qualität. So, den geier ich einfach mal hinterher. Und er killt mich natürlich. Sondern auch mit einer neuen Art von Videos, Meinungsvideos und auch hin und wieder Top 3 Videos. Sondern auch endlich ein wenig mehr Qualität auf meinem Kanal Platz fangen. Seien wir mal ehrlich, Let's Plays kann auch jeder einfach aufnehmen. Sieht zwar noch ein wenig, ja okay aus, allerdings habe ich in der Zukunft noch vor ihn weiter auszubauen und weitere Videos zu produzieren. Ich habe auch gemerkt, dass ich durch diese Videos etwas kreativer wurde und auch ein paar Jokes einbaute, die das Video ein wenig auflockerten. Ich werde alles dafür tun, um Knackrack endlich im Full HD sehen zu dürfen. Ich hier nicht dran halten. By the way, auch wenn das Skriptschreiben etwas schwierig war am Anfang, fand ich mich trotzdem gut rein. Jetzt kommen wir zu diesem Jahr 2021.
bei dem nicht wirklich so viel passierte, weil ich sehr viel zu tun hatte mit dem Thema Job und passierte nicht wirklich viel auf diesem Kanal, weswegen ich das Video produzieren und mal auf Eis gelegt habe. Aber jetzt habe ich die Motivation dazu wieder gefunden, Videos aufzunehmen, sogar mit dem Stream wieder anzufangen. Allerdings wird dies noch eine Weile dauern, bis ich dies wieder in Angriff nehme, aufgrund dessen, dass ich mir eine neue Capture Card kaufen möchte und erst dann wieder mit dem Stream anfangen möchte. Ich werde diesen Kanal auch auf Eis legen. Dieses Video wird das letzte auf diesem Kanal sein und freut euch schon mal auf die Zukunft. Ich werde Bescheid geben, wann ich denn den nächsten neuen Kanal wieder aufmachen werde oder stellen werde. Bis dahin wird erstmal ein wenig Ruhe einkehren und wie gesagt, ich werde mich dann melden, sobald die Zeit reif ist. Ansonsten würde ich dieses Video hier auch schon beenden. Die Kanalgeschichte von meinem Kanal, der mittlerweile schon fast 7 Jahre steht. Es war eine schöne Zeit auf diesem Kanal. Ich habe mich sehr weiterentwickelt. Ich bin offener, selbstbewusster geworden und konnte mich auch von anderweitigen Dingen gut ablenken. Und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass ich diesen Kanal gegründet habe, da ich ein cooles Hobby gefunden habe, welches ich auch gerne durchziehen möchte, aber erstmal, ja, mit mir selber weiter am Reim kommen möchte. Und jo, wie gesagt, dann beende ich dieses Video jetzt und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Knochenbruder. Auf Wiedersehen.